Ja, guten Tag, Freunde. Heute bin ich mal wieder draußen in der Natur und dachte mir, ich drehe ein neues Video. Und zwar habe ich überlegt, ein Messerwurf-Video zu drehen. Ich habe mich mal etwas informiert. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Messerwurf-Experte, aber ich habe herausgefunden, dass anscheinend Buttermesser halbwegs gute improvisierte Wurfmesser sein sollen. Und der Sache gehe ich heute mal auf den Grund. Also kann man Buttermesser wirklich als Wurfmesser missbrauchen? Funktioniert das? Ja, das werde ich heute herausfinden. Ja, hier sind auch schon die Buttermesser. Das hier ist ein ganz normales und das andere habe ich etwas getunt mit Schleifpapier vorne die Spitze etwas spitzer gemacht, dass es dann eventuell besser im Holz stecken bleibt. Ja. Also wenn ihr sowas nachmachen wollt, dann kann ich euch auch empfehlen, es müssten jetzt nicht die neuesten WMF-Buttermesser sein oder von sonstigen teuren Marken. Schaut da euch mal bei euch in die Schublade, wenn da irgendwie noch ein paar alte Messer oder alte Buttermesser in dem Fall jetzt sind, dann nehmt ihr die. So habe ich es auch gemacht. Also ich fahre jetzt nicht mehr irgendwie neueste Ware oder so. Also ich nehme da schon ausgedientes Zeug, altes Zeug. Ja, komm mal zum Werfen.
Ja, Freunde, ein kleines Fazit von der ganzen Geschichte. Ich muss sagen, ich war am Anfang relativ überrascht, dass das angespitzte Buttermesser, sage ich jetzt mal, doch noch relativ auf Strecken geblieben ist, im Gegensatz zu dem normalen, was mir auch klar war, denn was keine Spitze hat, bleibt schlecht irgendwo stecken. Und ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass man eventuell auf, wenn man auf Styropor wirft oder sonst witzig ist oder sonst wie lustig ist, auf irgendwelche leichten, weichen Ziele auch das andere, auch das stumpfe Buttermesser, sage ich jetzt mal, stecken bleiben könnte oder wird. Ja, aber es hat doch noch Spaß gemacht. Ein Buttermesser ist ja leider, hat es ja leider nicht überlebt. Ja. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, ich hatte es irgendwelche ausgeschlachteten Messer, also die hatten eh keinen Gebrauch mehr bei mir. Und deshalb habe ich sie jetzt hier für dieses Video geopfert. Ja, vielleicht gibt es sowas in der Art irgendwann nochmal mit gescheiten Wurfmessern, also mit richtigen Wurfmessern. Und ja, ansonsten bleibt gesund und macht's gut. Adios.